Gott. Ja, chill du mal eine Runde. Was? Das ist ein Hurensohn? Du bist noch mehr? Nee, nur einer. Nee, zweimal nicht. Und die spawnen unendlich. Was machen eigentlich die ganzen Bodentruppen da unten, hä? Das sind ja immerhin... Aber doch nicht mehr so viel, das waren aber gerade, weiß ich, 5-6 Mann. Ist der Garage? Okay. Lauf! Beeilung! Los, los! Ich hole ihn mir. Ah, du bist tot. Ich hab ihn. Deck du die Straße ab. Ja, ja. Du machst ja eh nichts, also. Ihn als übel erwischt. Ich habe so oft auf ihn drauf geschossen. Ey, das... Was soll man denn da machen? Ey, mal ganz im Ernst. Joja, deck du mal die Straße ab. Bam, bam, 20 Leute schießen auf mich instant, ich bin tot. Jetzt hol ich wieder jetzt Sniper raus. Und warte schon mal direkt hinterm Auto. So, so. Fuck, die hat daneben geschossen. So. Ey, wie die mich angeblich treffen, ne? Meine Güte! So, lass mich doch hier in Ruhe. Ist er tot? Nee, natürlich nicht. Jetzt aber. Ah, kurz eben regenerieren und rennen. So. Puh, gut, das hätte ich geschafft. Ich muss es mir auch immer so schwer machen, ne? Ach ja, hier wollten wir uns ja treffen, genau. Die Wunden sind übel. Hey, hey, bleiben Sie wach. Wach bleiben. Hey, sterben Sie mir nicht weg. Hey, wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Also sieht das echt lustig aus. Nein, nein, mehr gibt es nicht. Ja, wie Sie meinen. Blackburn, leg ein paar Minen hier aus. Bald werden uns eine Menge wütender Leute besuchen. Deck die Eingänge ab. Sobald ein Feind kommt, pustest du ihn weg. Jojo. Mach schon, Beeilung, Sie kommen. 1-3, Status? Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. Westseite, erster Stock. So, hier noch eine hin. Viele habe ich ja nicht, ne? Drei Minen habe ich mal gelegt. Verstanden. Du hast ihn gehört. Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Ja, den Haupteingang. Ich warte einfach hier drin, weil ich sonst eh wieder sterben werde. Was ist die andere Mine schon kaputt? Oder konnte ich nur zwei gleichzeitig? Haben die da schon wieder. Ich meine, ich hatte drei auf jeden Fall gehabt.
Naja, gut. Das eine wahrscheinlich einfach. Jetzt habe ich wieder welche. Da, jetzt habe ich die gelegt und ja. Ich kann nur zwei gleichzeitig hinpacken. Was ich. Nee. Ach, da unten sind ein, zwei Gegner. Hallo. Ah, ich warte schön hier drin. Ihr könnt mal schön hier hochkommen. Wo sieht der mich denn? Das gibt's doch nicht. Da unten, ja klar mal. Was zum Teufel? Oh mein Gott! Ich hab den doch gerade mit dem Sniper getroffen. Und du, du chillst ja auch noch rum, ne? Also Gammler hier, ey. Okay, da sind keine. Oh Gott. Die mich schon wieder aufregen müssen, ne? Unglaublich. Ja. Sind die nur unten? Nicht, dass hier von vorne noch einer kommt. Okay. 1-3, Achtung! PLA-Einheiten dringen über Außentreppen in den ersten Stock vor. Passt auf die Eingänge auf. Over. Ja. Verstanden. Über Außentreppen. Verstanden. Gib an den Türen Feuerschutz. Ach, da ist Munition. Ach, da. Okay. Der Zustand des Gefangenen. Blutet stark. Liegt hier nicht eine Claymore und ist da nicht gerade einfach einer so hochgerannt? Habe ich ihm eine Waffe aufgesammelt? Da, so. Ey, da stehe ich eine Sekunde draußen und bin sofort wieder fast tot. Ah, jetzt sind die schon im ersten Stock hier bei uns. Ich würde gerne wissen, wie man mich so sehen kann. Ich sehe die nur minimal mit Thermal. Ah, gut. Minimal ist. Betrieben, aber. Na. Ach. Besonders da hinten. Da hätte man mich bestimmt nicht sehen können. Da steht sogar noch hinterm Busch. Ja, da merkt man echt, dass die Bots einfach nur so ein bisschen. Ja, einfach Aimbot haben. 1-4, 1-3. Kommt ihr durch bis zum Kaufhaus? Over. Ja, ja. Verstanden. Blackburn, wir müssen hier weg. Komm mit. Alle Stationen. Jetzt nimmt der hier wieder den Typen und ja, macht wie immer nichts. War klar. Schalalalalalala. Und schon wieder so hell, ne? Diese riesigen Scheinwerfer. Ach Gott, der Typ ist doch eh tot, ey. Mein Gott. Was haben wir denn hier? Kabeltexturen. Oder irgendwelche Adapter-Texturen. Geil. So, da war noch einer. Oh. Was leuchtet denn hier so? Der Schrank leuchtet einfach. Oder die Lampe. Aber dann reflektiert der Schrank aber ganz schön, ey. Und da oben? Oh, ich weiß, doch da oben. Wird eh von überall beschossen, naja, hab ich so das Gefühl.
Voll der macht schon mal gar nichts, ey. Ja, ja, Teamschuss wird nicht toleriert. Dass die Teammitglieder schießen, das wird nicht toleriert. Weißt du, er hockt da ganz gediegen und natürlich schießt er auf mich. Das ist so dumm gemacht. Mach doch auch mal was, du Knecht. Es wird einfach immer nur gewartet, bis ich alle getötet habe. Und dann geht's weiter. Dann fangen die an zu labern, ne? Aber selber was machen, ne? Nein. Das macht das irgendwie ganz schön langweilig, ey. Aber Battlefield 3 ist immer noch ein Kauf, eine Kaufempfehlung. Ich meine, momentan kostet, glaube ich, bei MMOGA oder so, keine Ahnung, 15 Euro. Und der Multiplayer ist einfach so genial. Ich meine, 15 Euro, ey. Oder noch billiger, 13 Euro irgendwas. Für Battlefield 3. Also Computerversion halt, ne? Konsolenversion kostet wahrscheinlich immer noch 50, 60. Ich glaube, bei Steam kostet das eh noch 40 oder so. Ich weiß nicht. Also auf dem Computer jetzt. Feuer einstellen. Wir kommen raus. Ja, ich stell mal mein Feuer ein. So, das blendet wieder so übertrieben. Ich meine, ich sehe gerade gar nichts. Alles schwarz. Der Himmel ist aber irgendwie so blau, grau, bunter Mix. Ja, jetzt ist der Himmel voll blau. So hellblau, aber es ist irgendwie immer noch voll dunkel. Ja. Ey, was soll denn der Fuck? Ganz ehrlich, ey. Das Spiel nervt mich gerade so übertrieben. Mal gucken, wo ich bin, wenn ich wieder im Kaufhaus bin, ne? Hey, dann. Ja gut, letzte Station. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Lass ihn nicht sterben, verstanden? Halt ihn wieder leben! Mach dir. Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Ja. Ihr kennt Solomon genug, wenn ihr davon bist. Da ist unser Taxi. Ja, okay, jetzt müssen wir raus. Halt dich für den Rückzug bereit. Ach nee, oder? Ich muss erst kämpfen? Ich weiß nicht. Bam, Double Kill. Ja, das ging schnell. Ich renn schon mal vor. Feuer einstellen! Wir kommen rauf! Wo denn? Ach, hier. Nein, 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 nein. Ich gehe erstmal in Deckung, ey. Ich bin ja schon wieder fast tot. Na, geht doch. Haltet sie noch etwas auf. Natürlich darf ich nicht mit rein. Na. Mein Gott. Alter. So. Heilige Scheiße. Darf ich jetzt auch rein? Nein, weißt du, alle hauen schon ab und ich muss ja noch. Ja, endlich. Puh. Ach so, du kannst das natürlich nicht machen. Mit seinen Plänen. Züge!
Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird Saleiman, wird er zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, hey, durchhalten! Na los doch! Mach schon! Tja, da sollen wir schmoren, in der Hölle. Der Typ ist schon lange tot, aber ey. Keine Ahnung, was er da gelabert hat. Hey. Das ist ein Handy. Vielleicht finden wir da drauf einen Peinfuß. Ein steiniger Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet Sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund Ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Sie das gewusst? Wir verschwenden unsere Zeit. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und Al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich? Nur Sie hörten Al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Solomon aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. Ah, es gab Komplikationen, okay. Und welche Komplikationen es gab, das seht ihr beim nächsten Mal, würde ich sagen. Denn ich glaube, ich nehme schon wieder... Oh, schon über 2 Stunden, verdammte Kacke. So. Escape und ja, ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal und ja, das wird ein steiniger Weg nächstes Mal, ne, würde ich sagen. Ja, ich bin mir wieder lustig, eigentlich nicht, aber egal. Bis zum nächsten Late Night Let's Play, genau, so wollte ich das nennen und ja, tschüss.